Ja, natürlich haben wir die Masken dabei, aber es ist mit dem Interview natürlich ein bisschen besser. Herzlich willkommen bei Cleos Bank, Hashtag Stay at Home. Heute mal wieder draußen in der freien Natur, hier am Augsburger Rathausplatz. Und bei mir sind Stefan, Bob Meitinger und Sebastian Briller von der Riegerle Brauerei. Ja, warum sitzen wir hier auf diesen Stühlen, Bob? Was ist los? Warum stehen hier hunderte von Stühlen auf dem Augsburger Rathausplatz? Ja, wir Gastronomen wollten hier ein Zeichen setzen, ne? Und zwar jeder Stuhl symbolisiert einen leeren Stuhl in der Gastro, einen Stuhl, mit dem wir arbeiten müssen, Umsatz generieren, und wir wollen einfach darauf aufmerksam machen, dass unsere Branche besonders schwer getroffen ist. Wir waren die Ersten, die wo zumachen müssen, wir werden die Letzten sein, die wo aufmachen dürfen. Und uns fehlt ein ganz klares Ziel. Es ist alles so ein bisschen für mich schwammig formuliert, wann wir aufmachen dürfen und wie wir aufmachen dürfen. Und ich, wenn ich es richtig interpretiert habe, geht es euch ja auch darum, dass man zumindest die Außenbestuhlung mal aufmachen darf? Oder wie war da so die Intention? Ihr habt ja auch Konzepte, ihr habt euch ja jetzt sicher auch die letzten Wochen was überlegt, wie man es umsetzen könnte. Ja, ganz klar. Ne? Wenn jetzt natürlich das Wetter, Kaiserwetter, Freitagnachmittag, und man darf wieder mal im Riegerle Biergarten da mit einem Abstand von 1,50 Meter eine schöne kalte Mos Bier trinken, fehlt mir halt dann persönlich ein bisschen das Verständnis. Jetzt, Herr Briller, jetzt kann man ja sagen, naja gut, Sie haben ja eigentlich kein Problem, weil es wird ja jetzt umso mehr getrunken, die Leute sind zu Hause, aber Sie haben ja ein Herz für die Gastronomen, für all die Gastronomen und all die Restaurants, die Sie beliefern. Wie war es für Sie die letzten Wochen? Von wegen, wir haben kein Problem. Schön wär's. Wir sind Partner der Gastronomie. Wir verlieren gerade 60% unserer Einnahmen bei bleibenden Kosten, also wirtschaftlich ist das extrem schwierig, und wir müssen ja Darlehen aufnehmen, um unsere Löhne und diese Dinge zu bezahlen, und wir leiden mit der Gastronomie mit, und wir unterstützen natürlich diese Aktion der leeren Stühle, und wir sind auch der Meinung, es muss Gleichbehandlung her, das heißt, wenn die Gastronomie Hygienestandards erfüllen kann, wenn du im Biergarten Abstände wahren kannst, warum soll dann nicht eine Hausgemeinschaft, die sowieso beieinander ist, auch mal in den Biergarten gehen dürfen? Und da denke ich, das müsste was passieren, und deswegen unterstützen wir die Aktion gerne. Also Sie haben es angesprochen, Sie haben ganz viele Mitarbeiter natürlich in der Brauerei, Bob. Du hast ja jede Menge Restaurants, nicht nur in Augsburg, in Fürth, in München. Da ist ja ein ganz schöner, sage ich mal, Rattenschwanz dran, um den man sich als Unternehmer kümmern muss. Da ist, denke ich mal, die Laune im Moment nicht gerade so prickelnd. Ah ja, die Laune lassen wir uns nicht so verderben. Ne? Wir sind ja optimistisch. Genau, das ist der Vorteil. Aber. Es wird vorübergehen. Wir sind immer noch positiv gestimmt. Ne? Ich hoffe, die Hälfte haben wir hinter uns. Gestern war es noch einen Tag länger wie heute. Aber wir wollen natürlich alle da, klar, verletzt, teilweise schwer verletzt, rausgehen, aber wir wollen das natürlich alle überleben. Ne? Und das geht's. Jetzt hat ja niemand damit gerechnet. Also ich habe es schon ein paar Mal angesprochen, man hat mit allem gerechnet. Ja, dass vielleicht die Flüchtlingskrise wieder aufschwappt, dass der Krieg immer näher kommt. Aber von heute auf morgen ein Virus, der unser ganzes Leben von 0 auf 100 dermaßen verändert. Wie ist da so, eure Meinung? Ja, witzig. Vorhin habe ich schon mit dem Dr. Bröder mal drüber geredet. Wir sind ja partout, der Sebastian und ich haben ein bisschen fachgesimpelt, und er hat ja die Meinung, dass bei so vielen Menschen es eh ein Wunder ist, dass es in den letzten 15 Jahren zu keiner Katastrophe gekommen ist. Gut, oder? Wenn man das global natürlich anschaut, bei 8 Milliarden und jedes Jahr 80 Millionen neue Erdenbewohner, dann wird es schwierig auf diesem Planeten für uns, das glaube ich schon, aber ich bin auch nicht ganz überzeugt von den Maßnahmen, die jetzt hier alle laufen. Ich bin mal gespannt, wie der schwedische Eigenweg, wie dieser separate Weg läuft. Und da ist ja in der Gastronomie offen, ja, und die Gastronomie verhält sich verantwortungsbewusst. Die Leute sind auch diszipliniert, verhalten sich verantwortungsbewusst. Und es wird sich in 12 Monaten, vielleicht auch schon früher, zeigen, welcher Weg besser ist. Und ich habe den Eindruck, dass der schwedische Weg gut ist. Ja, wir werden es sowieso erst im Nachhinein sehen können. Jetzt vielleicht noch abschließend, ich kenne Sie als immer positiven, fröhlichen Menschen. Das bleibe ich auch. Also das Lachen ist Sebastian Briller geblieben, und Bob dir auch. Klar. Ich hoffe, dass wir uns bald wieder unter anderen Bedingungen, übrigens für alle Kritiker, wir zeichnen hier auf, wir haben uns nicht die Hände gegeben, wir sind desinfiziert, wir haben unsere Masken
und haben in etwa 1,5 Meter Abstand zueinander eingehalten, denn wir wollen natürlich alle die Maßnahmen schon einhalten, damit wir bald wieder im Biergarten sitzen können. Ich habe vorher noch 2-3 Teelöffel Semmelbrösel gegessen, dass ich nicht so spuckt beim Reden, also alles gut. Naja, ich muss aufpassen, ich habe eine Hochrisikopatientin, eine Frau zu Hause mit Allergie und Immunsystemschwäche, also da muss ich schon ein bisschen aufpassen, das tun wir ja auch. Und ich würde sagen, wir trinken bis dahin. Schönes lokal. Leben hier, lokal auf jeden Fall, lokal, schönes Leben schönes hier Leben. In Augsburg und wir hoffen alle, dass das schöne Leben bald wieder noch schöner wird. Ich wünsche euch ganz viel Kraft, Durchhaltevermögen. Danke, dass ihr auf dieser besonderen Cleos Bank heute an diesem heutigen Tag Platz genommen habt und wir sehen uns bald wieder, ich bin mir sicher. Stefan Bob Meitinger und Sebastian Briller. Danke dir. Dankeschön.